cuando dice que me quieres. No sé que está con otras mujeres. No sé, ese nudo en la garganta me acompaña. Yo no soy boy, ya sé que me engañas. Estás loco llamándome. Rompió el cel pa' no contestarte. Mientras hay otra en tu cama. Nunca pude imaginarme que era así estar con vos. Merecí. Servus Leute, ich bin der Tobi, das ist das Kochspiel. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge. Okay. Soll ich noch schneller machen? Servus Leute, ich bin der Tobi, das ist das Kochspiel. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge. Hinter der Kamera ist der Matthias. Wir sind in Cosmo in Augsburg. Ja, und diesmal hat mich tatsächlich die Kamera so ein bisschen im Stich gelassen. Der Ton ist leider nicht aufgenommen, deswegen hier ein kleines Voice-Over. Ich hoffe, ihr verzeiht. Das, was ich hier gerade andeute, sind die Kreten. Die Kreten gehen knapp über die Hälfte des Filets. Die sind natürlich schon gezogen worden von mir. Hier ist ein bisschen Koriander, ein bisschen Dill, ein bisschen Petersilie, ein bisschen Frühlingslauch. Eine Limette ist hergerichtet. Davon brauchen wir dann später die Zeste und auch den Saft. Frischer Meerrettich ist dabei. Gerösteter Sesam, Salz, Zucker, Olivenöl, gutes Olivenöl und schwarzer Pfeffer. Hier wird erstmal ein ordentliches Stück von diesem wunderschönen frischen Lachs runtergeschnitten und gleich auch von der Haut befreit. Hierbei ist es ganz wichtig, dass du darauf achtest, dass du ja nicht ganz so sehr... Naja, ein bisschen was muss tatsächlich von dem Fleisch an der Haut bleiben, damit du einfach diese tranige Seite des Lachses einfach mit wegschneidest. Das Graue, das Tranige, das was hier jetzt noch zu sehen ist, hier hast du es auch noch so ein bisschen auf dem Filet. Hier mache ich einen schnellen V-Schnitt, dann ist der Rest von diesem tranigen Fett auch weg. Das schmeckt einfach nicht gut, das muss leider alles weg, so leid es mir tut und so schwer es mir fällt, es muss auf jeden Fall zur Seite geschafft werden. Jetzt kommt dieser Lachs ungewürzt und unten meliert einfach in eine beschichtete Pfanne. Der wird jetzt ganz entspannt von beiden Seiten jeweils um die 2 Minuten gebraten. Bei nicht allzu hoher Hitze, ich sag mal, wenn du 10 Stufen hast, bei Hitze Nummer 7, das ist vollkommen in Ordnung. Jetzt werden die Kräuter hier schnell mal runtergeschnitten. Was ist frischer Lachs? Ja, woran erkennst du frischen Lachs? Natürlich zum einen an der Farbe, der muss natürlich schon rot sein. Darf keine grauen Stellen haben, sollte auch nicht zu blass sein. Dann ist natürlich der Druckpunkt auch ganz wichtig, dass er richtig schön fest noch ist. Er sollte also nicht zu weich sein, er sollte nicht zerfallen, wenn man ihn in die Hand nimmt. Dann ist er nämlich auch schon ein paar Tage älter. Aber ansonsten ist es natürlich immer der Händler. Also je besser der Händler, desto besser natürlich auch die Ware. So, natürlich kannst du auch tiefgekühlten Lachs nehmen, selbstverständlich. Dann aber natürlich... Wenn du ihn aufgetaut hast, bitte direkt verbrauchen und nicht erst noch 2 Tage im Kühlschrank lagern, sondern einfach direkt nach dem Auftauen einfach verbraten. Genau, dann funktioniert das ganz genauso gut. Jetzt ist der Lachs hier auch schon fertig. Es sind Limetten, die Limette ist abgezogen, also die Zeste ist abgezogen. Die Limette ist auch halbiert worden und in meinen kleinen Kräutermix habe ich noch den gerösteten Sesam dazu gegeben. So, und jetzt in diese warme Pfanne, deswegen habe ich auch immer noch Handschuhe an. Das ist nämlich richtig schön kuschelig warm da drin, wird einfach der Lachs zerrupft. Dann gebe ich hier diesen wunderbaren Kräutermix dazu mit dem Sesam und mit der Limettenzeste. Das Ganze wird jetzt hier ganz entspannt einfach anmariniert mit wiederum gutem Olivenöl. Und dann gebe ich hier ein bisschen was von der Limettensaft dazu. Von dem Salz und auch von dem Zucker kommt ein bisschen was dazu. Und last but not least natürlich auch noch schwarzer Pfeffer. Und den haben wir hier. Und alles, was wir jetzt noch brauchen, ja, nur noch einen Teller. Und dann würde ich sagen, richten wir das Ganze an. Du siehst, der Lachs, der ist auch noch hier richtig schön glasig, zum Teil auch noch ein bisschen halbroh. Aber im Kern ist er definitiv richtig schön warm. Und dadurch, dass jetzt alles in dieser warmen Pfanne liegt, darf das Ganze natürlich jetzt noch einen Moment nachziehen. Und das tut es nämlich jetzt gerade. Und jetzt wird das Ganze nochmal ein bisschen vermengt und einfach hier ganz entspannt angerichtet. Also du hast hier eine Kombination aus dieser halbrohen Idee. Du hast aber auch die Röstaromen durchs Anbraten. Das ist, glaube ich, eine Kombination, die für jedermann ganz, ganz großartig funktioniert. Gerade die Menschen, die eben mit rohem Fisch grundsätzlich nicht so viel anfangen können, die ihn lieber gebraten haben möchten, für die ist gerade diese Variation an Salat ganz was Fantastisches.
So, jetzt kommt hier noch der frische Meerrettich darüber. Hierbei ist es natürlich auch ganz entscheidend, dass du wirklich frischen Meerrettich nimmst. Klar kannst du auch den aus dem Glas nehmen, aber jetzt haben wir hier schon so viel frische, großartige Produkte dran. Ja, da muss natürlich der frische Meerrettich, der so einen richtig schönen Biss hat, der so richtig schön, ja, rass ist, den brauchen wir hier definitiv unbedingt. Jetzt kommt hier noch gutes Olivenöl darüber. Ja, und dann würde ich sagen, viel Spaß bei dem weiteren Video, denn jetzt, ja, jetzt funktioniert der Ton auch wieder. Also. Ist natürlich schon wieder mit den Kräutern unglaublich viel im Mund, was da passiert. Die Limette, der Lachs ist so unglaublich knackfrisch, der kommt auch richtig gut raus, der ist richtig schön saftig. Der ist auch natürlich in keinster Weise übergart. Es ist immer ganz wichtig, dass der richtig schön saftig und richtig schön glänzig noch ist. Meerrettich passt super. Der Koriander ist toll. Petersilie ist super. Leute, unbedingt ausprobieren. Das ist ein fantastisches Sommer- und fantastisches Frühlingsgericht. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich bin der Tobi, das Kochspiel. Der Matthias ist hinter der Kamera. Wir sind im Cosmo in Augsburg. Kommt mal vorbei, wenn ihr in der Nähe seid. Über ein Like und ein Abo freuen wir uns natürlich wie immer. Und jetzt sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das ist krass, was da alles passiert, ey. Ich weiß gar nicht den Sesam erwähnt, gell? Der ist ja auch noch drin. Ich hab grad drauf gebissen, grad gemerkt. Schmutzblitz. Naja, aber extrem dezent. Also nicht. Nichts Wildes. Das ist genau dieser Chicken Salad. Mhm. Das ist genau die Richtung. Mhm. Die Mette, Kräuter, sehr, sehr geil. Das ist halt wirklich so ein, zwei, drei Handgriffe. Ne? Ach. Wenn du das alles vorgerichtet hast, stellst dich mit der Pfanne und dem gebratenen Lachs hin, zerrufst den Lachs, einfach bam, 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 fertig. Mega Dressing. Cool. Kräuter, Meerrettich. Oder? Mhm. Ja. Genau. Ja. Brauchst eigentlich nichts mehr. Das und eine schöne Flasche Wein dazu. Bisschen Sonne. Und ich finde auch die Idee, den Lachs einfach anzubraten, wirklich gut. Weil dieses eiskalte Zeug, das Schlimmste ist ja, wenn du ein Carpaccio kriegst und das ist auch noch gefroren, so halb gefroren, weißt du. Aber sowas, einfach entspannt zerrupft, angebraten, hast den Röstaromen, hast ein bisschen Temperatur. Aber der Meerrettich ist anders als gestern. Der funktioniert also nicht so heftig. Ist ein bisschen ausgeraucht, gell? Das ist gut. Mhm. Ultra schnell gemacht, gell? Also wenn du einfach das frische Produkt hast. Also das kannst du natürlich auch mit dem Ding machen. Mhm. Aber selbst die Vorbereitungszeit. Ja, das ist ja bloß für die Show. Drauf, wenn noch nichts fertig ist. Ja, ja. Cool. Mhm. Gut. Machen wir das wieder in der Runde. Zimmer satt. Erledigt. Ja. Mega geil. Besten Dank. Ja.